Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Donnerstag, der 17. März 2022 und ich bin ganz froh, dass ich jetzt hier sitzen kann. Denn 2 Jahre lang blieb unsere ganze Familie vom Coronavirus verschont. Anfang März, als die Zahlen der Neuinfektionen jeden Tag neue Höchstwerte erreichten, da wurde innerhalb einer Woche die ganze Familie infiziert. Zuerst die Enkelkinder, dann unsere Kinder und Schwiegerkinder und zuletzt wir Großeltern. Alle Erwachsenen waren 3-mal geimpft, ich seit Dezember 2-mal. Zum Glück waren die Verläufe mild und meine Quarantäne hat heute früh geendet. Gerade rechtzeitig für diese Veranstaltung, die natürlich schon lange geplant und organisiert war. Was uns in diesen Tagen viel mehr beschäftigt als Corona, das ist der verbrecherische Krieg Putins gegen die Ukraine. Inmitten des Schreckens gab es vorgestern die unfassbar mutige Aktion der 44-jährigen Journalistin und Mutter zweier Kinder, Marina Osjanikova, in der abendlichen Hauptnachrichtensendung des russischen staatlichen Ersten Kanals hielt sie hinter dem Rücken einer langjährigen Kreml-Propagandistin ein Plakat in die Kamera, auf dem stand: Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Dazu rief sie immer wieder: Nein zum Krieg, stoppt den Krieg. Für diese Aktion drohen ihr als Höchststrafe bis zu 15 Jahre Haft. Was für eine Heldin, was für eine Zivilcourage, was für ein Mut, was für eine Menschlichkeit. Möge diese Menschlichkeit weite Kreise ziehen und siegen. Dies nur als ganz knappe Vorbemerkung zum gesellschaftlich-politischen Umfeld des heutigen Tages, an dem es jetzt bei Wissen fürs Leben um die Kraft der Berührung geht. Anlass dafür ist dieses kleine Buch von Wilhelm Schmid, Von der Kraft der Berührung. Erschienen ist es 2019, also vor der Corona-Zeit, doch es ist heute aktueller als damals. Denn durch die politisch verfügten Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus wurde die Kraft der Berührung schwer beschädigt. Durch die in allen Medien und auf allen Kanälen tausendfach verbreitete Aufforderung, Abstand zu halten, sich ja nicht zu nahe zu kommen, sich ja nicht zu berühren, weil jede Berührung gefährlich, ja potenziell lebensgefährlich sei. Deshalb ist es heute notwendiger denn je, von der Kraft der Berührung zu sprechen, die Kraft der Berührung wieder bewusst zu machen. Wilhelm Schmid tut dies als Philosoph der Lebenskunst. Wenn ein Philosoph über Berührung spricht, dann geht es natürlich auch um die körperliche Berührung, denn der Körper ist mit all seiner Sinnlichkeit das Fundament der Existenz, betont Wilhelm Schmid. Es geht aber darüber hinaus auch um seelische und geistige Berührung, etwa durch ein Lächeln, durch Schweigen oder durch Lesen. Und wenn ein Philosoph von der Kraft der Berührung spricht, dann spricht er auch von der Ambivalenz der Berührung von den beiden Gesichtern. Berührung ist nicht nur gut, sie kann auch böse sein. Berührung ist nicht nur positiv, sie kann auch negativ erlebt werden. Berührung kann heilen oder krank machen, aufbauen oder zerstören. Sich dieser Polarität bewusst zu sein, ist nicht nur bei diesem, sondern auch bei vielen anderen Lebensthemen außerordentlich wichtig. Wilhelm Schmid lebt als freier Philosoph in Berlin. Er hat mehrere Bestseller geschrieben.
etwa über das Glück, die Liebe, die Gelassenheit. Er hat darüber auch hier bei Wissen fürs Leben gesprochen. Die Videos sind auf unserem YouTube-Kanal abrufbar. Seine Vortragstätigkeit führt ihn nicht nur durch die deutschsprachigen Länder, sondern hat ihn auch nach China, Südkorea, Indien und Taiwan geführt. So freuen wir uns und sind dankbar, dass Sie, lieber Herr Professor Schmidt, erneut bei uns hier in der Arbeiterkammer in Feldkirch bei Wissen fürs Leben zu Gast sind. Seien Sie herzlich willkommen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Präsenz ist schön. Und zugleich ist es auch schön, dass viele Menschen über virtuelle Kanäle teilhaben können. Das erweitert den Kreis entschieden und das wird vermutlich auch nach der Pandemie bleiben, dass wir mehrere Kanäle zugleich bespielen können. Hauptsache aber, es gibt weiterhin und jetzt wieder wirkliche Begegnung. Ich habe mich in der Pandemie gefragt, wo ich auch natürlich einiges online gemacht habe, warum ist die wirkliche Begegnung so unersetzlich? Nicht nur in so einem Raum, sondern auch im persönlichen Gespräch. Es ist was anderes, einem Menschen gegenüber zu sitzen, 1:1, oder einem anderen Menschen gegenüber zu sitzen und der ist aber auf dem Bildschirm oder ich für ihn oder sie auf dem Bildschirm. Was ist der Unterschied? Der Unterschied sind die Energien, die wir in Präsenz austauschen können. Ganz anders als über Bildschirme. Das können Bildschirme nicht in dem Maße transportieren, sondern dazu brauchen wir den Blick in das Gesicht des anderen. Dann kann das Spiel in Bewegung kommen, dass Energien hin und her gehen und sich aufschaukeln, sodass im besten Fall, der ja aber häufig geschieht, beide den Eindruck einer großen Bereicherung haben nach der präsenten Begegnung. Eine Einsicht, die ich der Pandemie verdanke, weil zuvor hatte ich nicht darüber nachgedacht. Zuvor war die Präsenz ja Standard. Wir werden stärker berührt von einem anderen Menschen, wenn wir ihm wirklich und nicht nur virtuell begegnen. Auch virtuelle Begegnungen vermitteln Berührung, aber die Intensität ist eine andere. Berührung ist etwas, was gewöhnlich kein Anlass ist, groß darüber nachzudenken. Entweder wir haben die Berührung, die wir uns wünschen, von den Menschen, von denen wir sie uns wünschen, dann gibt es keinen Anlass, darüber nachzudenken. Oder wir haben die Berührung nicht, die wir uns wünschen, von den Menschen, von denen wir sie uns wünschen, dann bemerken wir früher oder später, da kommt auch nichts. Und dann gibt es wieder keinen Anlass, groß darüber nachzudenken. So war der Stand der Dinge, als dieses Buch entstanden ist, aus der Erfahrung, die ich selber machen durfte, einer berührungsstarken Beziehung über viele Jahre hinweg, mit meiner Frau, in unserer Familie und die Erfahrung, die ich mit Menschen machte, mit denen ich sprechen konnte, die eben von dem anderen Zustand berichtet haben. So war der Stand der Dinge vor der Pandemie. Und ein halbes Jahr nach der Publikation des Buches geschah Corona und es war ratsam, eine gewisse Distanz zueinander einzuhalten. Und von da an war sehr vielen Menschen schlagartig klar, was die Bedeutung von Berührung ist. Welche
Bedeutung Berührung für Menschen haben kann, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden bei einer Arbeit in einem Krankenhaus, die ich über 10 Jahre hinweg nebenher gemacht habe, als philosophischer Gesprächspartner für alle im Krankenhaus, nicht nur für Patienten, auch für die Ärzte, auch für die Pflegenden. Alle, hat sich herausgestellt, haben immensen Gesprächsbedarf. Und da ging ich beispielsweise später am Abend noch zu ein paar älteren Menschen, die im Krankenbett lagen und die besonders bedürftig waren, denn auch für Menschen im vitalen Alter ist es eine befremdliche Erfahrung, in einem Krankenhaus zu sein. Nur die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, für die ist das gewohnte, vertraute Umgebung. Diejenigen, die da rein müssen, die befremdet das, diese Umgebung. Und für ältere Menschen ist das noch der Faktor doppelt und dreifach befremdend. Also ging ich zum Beispiel zu einer alten Frau, die nicht einschlafen konnte, gab ihr die Hand, um ihr gute Nacht zu sagen, und bekam aber die Hand nicht mehr zurück. Aha, dachte ich mir, was mache ich jetzt? Ich lasse sie einfach und spreche mit ihr. Und in der Tat, nach einer Viertelstunde wurde sie müde vom Gespräch und ließ die Hand und schlief dann auch selig ein. Das ist die Kraft der Berührung, schien mir so. Eine andere Erfahrung war, ich ging mit den Ärzten öfters mal auf Visite und bemerkte dabei, wenn ich den Arzt am Krankenbett beobachtet habe, wenn er distanziert mit dem Patienten oder der Patientin sprach, war das zwar auch eine Kommunikation, aber eine etwas seelenlose Kommunikation. Wenn der Arzt aber einmal die Hand so auf den Oberarm gelegt hat, zack, war eine etwas vertrautere Beziehung da. Nur von der Hand auf dem Oberarm, was nun wirklich eine vollkommen unverdächtige Berührung ist. Aber achten Sie mal selber darauf, wenn das jemand mit Ihnen macht, wie fühlen Sie sich dabei? Selbstbeobachtung. Das kann tatsächlich eine Brücke herstellen, wenn Sie nicht mit jemandem zu tun haben, den Sie verabscheuen. Dann ist das natürlich keine angenehme Berührung, die irgendwelche Brücken baut. Und es fiel mir auf, ich durfte auch reihum überall mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag mit dabei sein, zum Beispiel bei den Physiotherapeutinnen. Und da fiel mir auf, Physiotherapeutinnen, deren Job ist es, zu berühren. Und so wie sie ihren Job begonnen haben, an einem Menschen, den berührt, nach allen Regeln der physiotherapeutischen Kunst, ging diesem Menschen der Mund über. Und er erzählte seine ganze Lebensgeschichte. Und dazu brauchte es offenbar die Berührung. Denn vorher, als er da saß und ich neben ihm saß, hat er nicht die ganze Lebensgeschichte erzählt. Erst als die Berührung einsetzte, kamen Dinge zum Vorschein, die er oder sie dem Arzt zuvor nicht anvertraut hat. Was schade war, weil Ärzte, um besser einzuschätzen, in welchem Umfeld eine Krankheit entsteht und gepflegt werden muss, der Mensch gepflegt werden muss, dazu wäre das Umfeld von Bedeutung, aber die Ärzte wissen normalerweise nichts darüber. Welchen Anlass hätte auch ein Patient groß von zu Hause zu erzählen? Abgesehen davon hätte der Arzt nicht die Zeit dazu. Die Physiotherapeutin hat auch keine Zeit dafür, aber sie ist ja jetzt sowieso da und arbeitet mit dem Patienten und dann kann sie sich auch den ganzen Sermon anhören, denn das dauert ja auch immer so lange, wie die physiotherapeutische Dreiviertelstunde gedauert hat. Interessant, dachte ich mir. Dem muss ich mal näher nachgehen. Das liegt schon geraume Zeit zurück. Damals gab es so gut wie nichts über Berührung. Ich weiß es, weil ich geforscht habe. So macht sich ein Philosoph die Arbeit leichter,
Er guckt, was ist schon publiziert worden in den verschiedensten Wissenschaften, trägt das zusammen und gibt noch einen eigenen Sermon dazu und zack, fertig ist die philosophische Reflexion. Das war in dem Fall nicht möglich. Ich habe genau ein Buch gefunden, ein sehr wertvolles Buch von einer ehemaligen Krankenschwester geschrieben, die wusste, wovon sie sprach und die wertvolle Dinge schon mal zum Vorschein gebracht hat. Aber es war auffällig, dass ein bestimmter Sinn, über den wir verfügen, nicht die Beachtung erfährt, die er offenkundig verdient. Menschen sehen, hören, riechen, schmecken. Aber was ist mit dem Tasten? Dabei ist das der Sinn, der unseren ganzen Körper überzieht. Sehen, hören, riechen, schmecken hat genau definierte Plätze in unserem Körper. Deutlich sichtbare, respektlos gesagt, Löcher im Körper. Auch das Tasten beruht auf Löchern im Körper. Aber sie sind so winzig, dass wir sie nicht sehen. Unsere ganze Haut vom Kopf bis zu den Zehenspitzen ist übersät von winzigen Löchlein, durch das der Sinn der Berührung eindringt oder umgekehrt nach außen kommt. Der Tastsinn, also die Berührung, die in unseren nördlicheren Kulturen diesseits des Alpenkamms, was soll man sagen? Wir sind keine berührungsstarken Kulturen. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wir erleben, wenn wir südlich des Alpenkamms uns befinden, Italien oder Spanien oder dann jenseits des Mittelmeers, das sind berührungsstarke Kulturen. Sollte das was mit der allgemeinen Temperatur zu tun haben? Ich weiß es nicht. Sicher scheint mir nur eins zu sein. Die Berührung der Tastsinn erlebt in unserer gegenwärtigen Zeit wieder eine mangelnde Wertschätzung. Denn berühren tun Menschen heute schon ziemlich viel. Denn wenn wir dieses Gerät zur Hand nehmen, da wischen wir, da tasten wir, auch mit großer Zartheit wischen wir darüber und tasten. Aber es ist halt ein lebloses Gerät, das irgendwie uns berührungsmäßig nicht zufriedenstellt. Ich stelle mir nur vor, wenn wir genügend lang geübt haben, zu wischen und zu tasten, könnten wir das jetzt ja mal auf unser Gegenüber übertragen. Der oder die vielleicht schon lange mal sagt, schau mich mal wieder an und nicht nur dein Handy. Touch mich mal und nicht nur dein Touchpad, dein Touchscreen, deinem Berührungsbildschirm. Auf überraschende Weise rückt die Berührung also auch von dieser Seite her wieder in den Fokus. Gerade dann, wenn unsere Lebensverhältnisse forciert digitalisiert werden, wie das jetzt infolge von Corona auch geschieht, rückt das Analoge wieder in den Vordergrund. Wir bemerken, auch das hat uns Corona gelehrt, nicht nur, dass wir forciert digitalisieren sollten, weil die Digitalisierung war hilfreich. Wenn wir nicht mehr räumlich in Kontakt sein sollten, dann eben über Bildschirme, immerhin. Aber wir haben auch entdeckt, welchen Wert es hat, nicht über Bildschirme zu kommunizieren, sondern real jemandem gegenüber zu sitzen, gegenüberzustehen, real uns in Bewegung zu setzen und wirklich Beziehung zu pflegen, im direkten Austausch miteinander. Jede und jeder kann die Erfahrung machen, was die Kraft der Berührung für ihn oder sie bedeutet. Wenn wir selbst stärker darauf achten,
was mit uns geschieht, wenn wir die Berührung erfahren, die wir mögen, die uns willkommen ist. Berührung verleiht neuen Lebensmut. Eine Umarmung genügt, um diesen neuen Lebensmut zu erfahren. Mehr Gelassenheit wird uns auf diese Weise vermittelt. Was schwer auf unseren Schultern gelastet hat, wird plötzlich erträglicher, weil die enge Berührung uns signalisiert, hier sind noch Schultern, die tragen mit, und dadurch wird die Last auf den eigenen Schultern leichter. Und Sie kennen vermutlich die Erfahrung, je willkommener die Berührung ist, desto stärker fühlen wir uns miteinander verbunden durch die Berührung. Wir sind nicht allein. Da sind noch andere, die uns nahe sind. Durch Berührung werden Energien frei. Daher ist die Sehnsucht nach Berührung bei vielen Menschen so groß, wenn die Berührung entbehrt werden muss. Konterkariert wird diese positive Erfahrung von Berührung. Herr Köb hat das in der Einführung schon mal angesprochen. Konterkariert wird die positive Erfahrung von der negativen, die es auch gibt und die hier nicht verschwiegen werden soll. Es gibt nicht nur erwünschte, es gibt auch unerwünschte Berührung. Und die gibt uns keine Kraft, sondern die nimmt uns Kraft. Die entzieht uns Kraft, die blockiert unsere Energien. Die Kraft der Berührung kann Menschen bedrücken, wenn sie nicht willkommen ist. Kann Menschen niederdrücken und sogar demütigen. Die Nötigung zur Berührung ist ein Akt der Gewalt. Welches Ausmaß unerwünschte, übergriffige und gewaltsame Berührungen haben, das führte die 2018 weltweit einsetzende Debatte über MeToo drastisch vor Augen. Auch ich war mir über dieses Ausmaß nicht im Klaren. MeToo, wo vor allem Frauen, nicht nur, aber vor allem Frauen bekannten, auch mir ist das widerfahren. Auch aus diesem Grund ist Berührung wieder zu einem Thema geworden. Es wäre aber schade, zutiefst schade, wenn die Tatsache, dass Berührung negativ ausfallen kann, dazu führen würde, dass jede Berührung von vornherein unter Verdacht gestellt wird und wir gar nichts mehr uns trauen. Mir ist der Fall einer Grundschullehrerin bekannt, die aufgrund der Möglichkeit, dass Berührung übergriffig interpretiert werden könnte, davon absieht, ihre Grundschüler in den Arm zu nehmen. Könnte ja sexuell missverstanden werden. Welcher Wahnsinn. Die Kinder gerade in dem Grundschulalter, ich kenne es von meinen eigenen, die waren glücklich darüber, wenn sie von der Lehrerin mal in den Arm genommen worden sind. Denn damit waren sie vertrauter an diesem fremden Ort und hatten mehr Vertrauen zu diesem Menschen, der etwas Ähnliches macht wie die Mutter zu Hause auch und wenn es gut geht, auch der Vater. Also das, was wir brauchen, ist nicht Scheu vor jeglicher Berührung, sondern das, was wir brauchen, ist mehr Sensibilität für Berührung zu entwickeln. Wie erreichen wir mehr Sensibilität für Berührung? Eigentlich ganz einfach, indem wir uns selbst beobachten. Wenn ich also berührt werde von verschiedenen Menschen, wie fühle ich mich dabei? Bei einem sympathischen Menschen, wie fühle ich mich dabei? Bei einem weniger sympathischen Menschen, wie fühle ich mich dabei?
Da muss es nicht schon um das ganze Setting von Berührung gehen, sondern nur um das, was wir jetzt langsam aber sicher wieder praktizieren können. Küsschen links, Küsschen rechts. Gucken Sie mal drauf, bei wem gefällt Ihnen das? Küsschen links, Küsschen rechts. Und bei wem ist das blanke Konvention, die Sie eigentlich verabscheuen? So wie es Ihnen geht, geht es aber auch anderen mit Ihnen. Also insofern wächst die Sensibilität, wenn ich auf mich achte, wie wirkt dies und jenes bei mir, so wirkt vermutlich das, was ich mit anderen tue, auch bei denen. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Kann ich das langsam aber sicher mit feinem Gefühl unterscheiden, bei wem welche Berührung angemessen ist, sodass ich schon mal gleich auf Küsschen links, Küsschen rechts verzichte, was natürlich gewisse Missverständnisse mit sich bringen könnte. Dann kann ich überlegen, wann ist welche Berührung von meiner Seite bei anderen angebracht, bei wem und bei wem nicht. Mit welchen Entbehrungen bei anderen Menschen, wenn sie zu wenig Berührung von mir bekommen? Und mit welchen Grenzen bei anderen Menschen, wenn es denen zu viel wird? Berührungen können Beziehungen begründen und bewahren. Und sie können Beziehungen zerstören. Auf der einen Seite haben Berührungen die Macht, Beziehungen zu erhalten, auf der anderen Seite aber Beziehungen zu zersetzen, wenn sie nicht willkommen sind oder unmäßig ausfallen. Und ein Problem von Berührung ist auch die Verweigerung von Berührung. Die Verweigerung von Berührung ist eine Ausübung von Macht. Ich hätte die Macht, einem anderen, der das möchte, Berührung zu geben, sei es ein Streicheln, sei es ein Kuss, sei es eine Umarmung, sei es die Hand zu halten. Ich habe die Macht, das zu geben und ich habe auch die Macht, das bei mir zu behalten. Und zur Sensibilität für Berührung würde gehören, mir zu überlegen, was richtet das beim anderen an, wenn ich ihm Berührung verweigere? Ist das vielleicht ein bewusst eingesetztes Machtmittel von mir, weil ich beim anderen was erzwingen möchte, aber erst kriegt er Berührung, wenn er mir das gibt, was ich will? Vorsicht, nicht nur andere sind zur Machtausübung in der Lage, mir gegenüber, auch ich bin in der Lage zur Machtausübung anderen gegenüber. Niemals glauben, dass Macht nur andere über mich ausüben. Wir merken nur unsere Macht nicht, weil wir müssen ja nicht die Konsequenzen spüren, die andere ertragen müssen, wenn wir selber Macht ausüben. Berührung kann sehr lustvoll sein und es kann sehr schmerzlich sein, sie entbehren zu müssen. Um der Bedeutung der Berührung gerecht zu werden, bräuchten wir eine Kunst der Berührung. An der wollen wir jetzt arbeiten. Die Lebenskunst, um die ich mich kümmern möchte, besteht aus vielen Einzelkünsten. Es gibt nicht nur die Lebenskunst, sondern die Lebenskunst braucht viele einzelne Künste, dann kann es insgesamt eine Lebenskunst geben. Diese einzelnen Künste sind zum Beispiel sinnliche Künste. Die Kunst, aufmerksam zu schauen. Die Kunst, aufmerksam zu hören. Auch die Kunst, zu schmecken und zum Beispiel dann gutes Essen, gute Getränke zu genießen, weil wir die Kunst haben, davon auch was zu haben. Wir können Dinge in uns reinschütten und reinfressen. Haben wir da was davon? Das ist keine Kunst. Die Kunst entsteht, naja, mit was entsteht die genau? Oder die Kunst, die man soziale Künste nennen kann, zum Beispiel die Kunst des Schenkens. Auch ein kleines Büchlein, das ich mal geschrieben habe, weil ich bei mir selber aufmerksam geworden bin, bei anderen auch natürlich.
dass wir einfach so schenken und uns dann wundern, weil beim anderen keine Freude aufkommt. Das könnte Gründe haben, die mit meiner mangelnden Aufmerksamkeit für den anderen Menschen zu tun haben. Ich habe ihm was geschenkt, was er nicht braucht, was er sich nicht wünscht, was er sogar verabscheut. Also Kunst des Schenkens, wiederum eine Sensibilität zu gewinnen, was passt zu diesem Menschen. Oder die Kunst des Gesprächs oder die Pflege von Liebe, von Freundschaft, von Kollegialität. Alles einzelne Künste könnte man noch lange fortführen. Die Künste, die die Lebenskunst ausmachen, die aber alle eins gemeinsam haben: worauf beruht Kunst? Jede einzelne Kunst und auch nicht nur die einzelnen Künste der Lebenskunst, sondern auch die Malkunst, die Bildhauerkunst und so weiter. Worauf beruht Kunst? Eine Antwort heißt, Kunst kommt von Können. Die ist nicht falsch, aber da fehlt vorher noch was. Wir brauchen, wenn wir eine Kunst entfalten wollen, erstmal Wissen. Dann kommt das Können dazu. Um es am Maler zu verdeutlichen, ein Maler, der nicht weiß, was Farben sind, der nicht weiß, welche Pinsel es gibt und nicht weiß, welche Oberflächen es gibt, auf denen er malen kann, der kann nicht malen. Der kann kein Können entfalten. Er muss erstmal ein Wissen haben. Dann kann er, wenn er weiß, was Pinsel sind, kann er einen Pinsel den richtigen in die Hand nehmen. Wenn er weiß, was Farben sind, kann er die Farben auswählen und dann kann er ein Kunstwerk schaffen. Dann kann er sein Können entfalten. Aber erst muss ein Wissen da sein. Natürlich geht beides häufig Hand in Hand. Aus dem Wissen folgt ein Können, aus dem Können folgt wiederum ein Erfahrungswissen, das die Kunst verfeinern kann. Das Wissen, woher kommt das Wissen? Das Wissen kommt aus Erfahrungen. Wenn es noch nicht die eigenen sind, dann sind es die Erfahrungen von anderen, mit denen ich mich unterhalten kann, mit denen ich mich austauschen kann. Sag mal, was hast du für Erfahrungen mit diesem und jenem Pinsel gemacht? Dann kann ich mir das anhören und ausprobieren. Ich kann Informationen aufnehmen, zum Beispiel, wie sie in Büchern vermittelt werden, heute in Lehrvideos. Kann ich mir Wissen in Bezug auf eine bestimmte Kunst aneignen? Und ich kann selber nachdenken, Beobachtungen machen und durch Nachdenken zu bestimmten Schlüssen kommen. Aha, dieser Pinsel funktioniert mit dieser Farbe auf diesem Papier besser als jener Pinsel. Und daraus kann ich eben Schlüsse ziehen, wie die Praxis in meiner Kunst zu verbessern und zu verfeinern ist. Darum geht es immer in der Kunst, eine Handlungsweise, eine Praxis zu verbessern und zu verfeinern. Das wollen wir jetzt mal auf die Berührung anwenden. Also erstmal ein Wissen gewinnen über Berührung. Erstmal bezogen auf die körperliche Ebene der Berührung. Ich hatte Ihnen schon gesagt, da sind kleine Löchlein in der Haut. An jedem Löchlein ist ein Nervenende angesiedelt, ein Nerv, der sich weiter in den Körper reinzieht. Und das sind ungefähr 5 Millionen Nervenenden, von denen unser Körper übersät ist. Die Nervenenden sind sogenannte Groß C, C-taktile Fasern, also berührungsempfindliche Fasern. Die reagieren auf zweierlei, auf Druck. Das haben Sie auch schon bemerkt, das macht einen Unterschied, ob der Druck ganz leicht ist oder ob der sehr fest ist. Und es macht einen Unterschied, welcher Wärmegrad auf diese Nervenenden trifft. Grob gesagt,
Es macht einen Unterschied, ob Sie Ihre Hand unter warmes Wasser halten oder ob Sie mit einem Eiswürfel da mal drüber ruppeln. Darauf reagieren diese Nervenenden, Druck und Wärme. Und das aktiviert jeweils die Energien eines Menschen, und zwar am stärksten bei wechselseitiger Berührung. Man könnte ja sagen, ich mache es mir einfach mit der Berührung, weil mit anderen Menschen wird immer alles kompliziert. Das haben Sie in Ihrem Leben auch schon bemerkt. So wie ein anderer Mensch ins Spiel kommt, wird es schwierig. Besser wir bleiben allein und streicheln uns selber die Hand. Das können wir jederzeit entscheiden. Da müssen wir niemanden fragen. Da sind wir von keinen Launen abhängig, außer von unseren eigenen. Also streicheln wir uns selbst. Aber da tut sich nichts im Gehirn. Das weiß man, weil eine Frau sich um diese Studien bemüht hat. Rebecca Böhme, die meines Wissens in Stockholm forscht, eine deutsche Forscherin in Stockholm. Und die hat Hirnscans gemacht mit unterschiedlichen Berührungen, allein mit sich oder wenn das Menschen sind, die sich mehr oder weniger viel angehen. Und wenn die sich viel angehen, dann zeigen die Hirnscans, dann bricht Feuer im Gehirn aus. Da ist Feuer unterm Dach, könnte man sagen. Wenn willkommene Berührung von einem Menschen ist, je willkommener, desto stärker. Das ist, was wir wissen können über die Berührung mit anderen Menschen. Das heißt nicht, dass die Selbstberührung völlig uninteressant ist. Die Kraft der Berührung, die wir selber an uns vornehmen können, bemerken wir leicht. Wenn eine Körperstelle schmerzt irgendwo, dann haben Sie vielleicht schon mal instinktiv Ihre Hand draufgelegt und die verblüffende Erfahrung gemacht, das mildert den Schmerz. Also kraftlos ist die Selbstberührung nicht. Da muss kein Feuer ausbrechen, aber Schmerz lindern oder sogar ganz auflösen, das geht auch mit Selbstberührung. Wie viel die Selbstberührung uns selber Freude machen kann, das gelingt ganz unspektakulär bereits am Morgen, wenn Sie sich unter die Dusche stellen und das Wasser über Sie hinabrieselt und Sie sich dann einseifen. Ist das ein unangenehmer Vorgang, sich einzuseifen? Oder können Sie das lieber noch ein bisschen ausdehnen, zeitlich, weil es angenehm ist? Da fällt die Selbstberührung positiv auf. Und wenn Sie sich mal selber beobachten, wie oft am Tag streichen Sie sich irgendwo über das Gesicht oder fassen sich hier an den Kopf. Das geschieht 100-mal oder 200-mal und kann nur einen Grund haben. Wir brauchen das. Oder wenn wir nachdenken, haben Sie vielleicht auch schon mal den Kopf abgestützt. Irgendwie scheint das dem Denken förderlich zu sein, wenn man dabei sich körperlich berührt. Möglicherweise werden auf die Weise die Energien verstärkt, wollen wir mal hoffen jedenfalls. Irgendwelche Gründe muss es jedenfalls haben, dass Menschen, das hält man für eine typisch denkerische Haltung, nicht wahr? Nicht, wenn ich einfach geradeaus schaue, da sieht man das Denken nicht, aber wenn jemand so da sitzt, sieht man, der denkt. Da ist was wirksam, was sich auch äußerlich zeigt. Dann ist man der Berührung auch nachgegangen von Grund auf und hat entdeckt, dass es vor der Geburt schon das Fruchtwasser ist, in das die heranwachsenden Wesen eingehüllt sind und von dem sie natürlich berührt werden. Vollständig, 24 Stunden am Tag, die gesamte Zeit, die sie im Mutterleib verbringen. Halte es für möglich, dass das ein Grund ist, warum wir morgens gerne ausgiebig duschen. Das ist im Grunde eine Rückkehr, der Versuch einer Rückkehr ins Fruchtwasser.
weil das so ein angenehmer Zustand war, immer von der gleichen Wärme, Flüssigkeit umgeben zu sein. Und ab wann kann das werdende Kind das spüren? Dafür braucht es den Tastsinn, eben von Kopf bis Fuß. Und der wird ausgebildet bereits ab der 7. Schwangerschaftswoche. Das ist der erste Sinn, der ausgebildet wird. Und ich kann Ihnen auch schon sagen, es ist auch der letzte Sinn, der geht. Menschen sind bis ganz zum Schluss über den Tastsinn, wie auch immer, erreichbar. Auch wenn sonst alle Sinne schon erloschen sind. Aber der Tastsinn funktioniert bis ganz zuletzt. Die Geburt selbst ist eine berührende Erfahrung in jeder Hinsicht. Das wissen alle, die das selbst erlebt haben oder mit dabei waren. Von da an ist die Berührung von solcher Bedeutung, von Geburt an, von solcher Bedeutung für die Säuglinge, dass sie mit viel Hautkontakt wacher und aktiver werden als die Kinder, bei denen es daran mangelt, geschweige denn, wenn es ihnen ganz fehlen sollte. Diese Kinder gibt es auch. Und die haben größte Schwierigkeiten, ins Leben zu kommen. Es gibt mittlerweile reiche Erfahrungen mit den sogenannten Frühchen, also den Kindern, die zu früh auf die Welt kommen. Und die Erfahrung ist eindeutig. Frühchen, die reichlich berührt werden, am besten von ihren Eltern, haben deutlich höhere Überlebenschancen und können deutlich besser sich entwickeln als die Frühchen, bei denen das nicht geschieht. Beliebt geworden ist aufgrund dessen die sogenannte Känguru-Pflege, also das Frühchen, das ja häufig gerade mal in eine hohle Hand passt, am Leib zu tragen, in so einem kleinen Beutel, deswegen Känguru-Pflege. Das hat Auswirkungen auf die Entwicklung. Würden Säuglinge nicht berührt, und das weiß man leider aus misslichen Erfahrungen, die gemacht worden sind, dann ist der Mangel an Berührung für die allermeisten tödlich. Man wusste aber lange nicht, warum. Meines Wissens erst in den 90er Jahren sind diese Erkenntnisse gewonnen worden, dass die Berührung, die oberflächlich an der Haut geschieht, ins Körperinnere biochemische Prozesse in Gang setzt, die das Körperinnere durchwandern und dafür sorgen, dass das Immunsystem gebildet wird. Woran niemand gedacht hatte, der Zusammenhang war nicht klar, aber er erklärt alles. Denn wenn das Immunsystem nicht gebildet wird, ist vor allem der ganz kleine Mensch jedem beliebigen Infekt sofort ausgeliefert. Und das kann ganz schnell tödlich enden. Deswegen bei diesen Kindern, die es auch mal in gar nicht geringer Zahl gegeben hat, in den sogenannten Findelhäusern, die nicht berührt worden sind, und eine exorbitante Säuglingssterblichkeit. Also, das, was wir wissen können und wissen sollten, Berührung, der Tastsinn, baut das Immunsystem auf. Deswegen sollte es an Berührung nicht fehlen, tut es heutzutage auch in der Regel nicht. Eltern und andere Bezugspersonen streicheln das Baby, tragen es herum und auf die Weise kommt es zu keinen Mangelerscheinungen. Das ist wichtig für die Säuglinge, das ist aber auch wichtig für die Heranwachsenden, die ja gerne ankommen und uns mal in den Armen liegen und getröstet werden wollen oder einfach so kuscheln in unterschiedlichem Maße. Es gibt auch Kinder, die rennen weg, wenn sie schon wieder kuscheln müssen.
Und dann sollen wir das respektieren, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die kugeln sich schon irgendwann mit anderen Kindern und auf die Weise kommt Berührung zustande. Wichtig wäre für uns Erwachsene, die wir hier sind, zu wissen, im Erwachsenendasein ist es nicht ganz so dramatisch, dass wenn uns Berührung mal abhanden kommt, dass wir des Todes sind. Aber auch im Erwachsenendasein wird das Immunsystem gestärkt durch möglichst viel körperliche Berührung. Der Effekt bleibt erhalten. Berührung stärkt das Immunsystem, das ein Bollwerk gegen Erkrankungen jeder Art darstellt, tatsächlich auch gegen Krebserkrankungen. Das heißt nicht, dass man dann abgesichert ist gegen Erkrankungen und auch schwere Erkrankungen. Es gibt viele Gründe für Erkrankungen. Aber die Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen können wir absenken, wenn wir ausreichend Berührung erfahren. Die Beobachtung, dass gegen Krebserkrankungen vor allem das Immunsystem wirkt, hat dazu geführt, dass in der Krebsforschung die Immuntherapie entwickelt worden ist, die uns in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen wird, weil da jetzt wegen Corona sehr viel geschehen ist. Diese berühmt gewordene mRNA-Impfung, die eine neue Art der Impfung ist. Die Absicht besteht, diese Impfung auch gegen Krebs einzusetzen. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern speziell diese Firma, die mittlerweile die ganze Welt kennt, BioNTech in Mainz, hat vor 10 Jahren schon daran gearbeitet. Deswegen konnten sie so schnell reagieren, als Immunantwort gesucht wurde gegen Corona. Ihnen fehlte damals nur eins, Geld. Und das haben sie jetzt im Überfluss. Und die Leute, die diese Firma managen, bieten die Garantie, die werden dieses Geld da reinstecken. Und das wird vermutlich Resultate zur Folge haben, die uns rückblickend noch vermuten lassen, Corona war nicht nur was sehr Schlimmes, was über uns gekommen ist, ohne jeden Zweifel, sondern wie alle Krisen in der Menschheit werden wir auch dieser was verdanken, was hinterher gar nicht mehr zu entbehren ist. Wer weiß heute noch, warum es möglich ist, in unseren Wohnungen einfach den Wasserhahn aufzudrehen und das Wasser zu trinken? Das ist der Cholera zu verdanken im 19. Jahrhundert, die sich über das damalige Wassersystem verbreitet hat. Da kam ein kluger Kopf dahinter und daraufhin wurde das Wassersystem entwickelt, das Leitungswassersystem, das wir heute kennen. Und mit völliger Selbstverständlichkeit, kein Mensch denkt daran, zu Hause den Wasserhahn aufzudrehen. Oh, das verdanke ich einem schlimmen Verhängnis der Menschheitsgeschichte. Wie viele Millionen Menschen sind an Cholera gestorben? Also, Krisen haben nicht nur schlimme Konsequenzen, aber das wird oft erst im Nachhinein sichtbar. Das ganze Leben hindurch bleibt die Berührung von Bedeutung. Die Gründe dafür sind mittlerweile hinreichend erforscht. Da wird sicherlich noch eine Menge dazukommen. Forschung ist niemals am Ende, sondern geht immer weiter. Aber das, was heute bekannt ist über die Wirkung der Berührung, ist, dass sie Endorphine freisetzt. Endorphine sind ist eine Abkürzung für endogene Morphine. Und endogene Morphine ins Deutsche übersetzt heißt endogen, das ist in uns drin. Und Morphine, Morphium. Soll heißen, Betäubungsmittel, die wir nicht in der Apotheke kaufen müssen oder verschrieben bekommen, die tragen wir in uns rum. Wir müssen sie nur nutzen. Und das können wir durch Berührung. Kostet nichts. Endorphine werden frei, also körpereigene Schmerzmittel, so könnte man sagen, die Schmerzerfahrungen mildern. Hormone werden frei, wie Serotonin, Dopamin,
Noradrenalin, das sind Hormone, die Stress abbauen und die Stimmung heben. Wir brauchen, um die Stimmung zu heben, nicht unglaubliche Einkaufsorgien hinlegen. Das sorgt auch für Erhebung der Stimmung, aber es sorgt vor allem auch für eine Absenkung des Kontostands. Während die Nutzung von Serotonin, Dopamin, Noradrenalin per Berührung gar nichts kostet. Außer kümmere dich mal um eine gute Beziehung zu Hause, dann kannst du das kostenlos haben. Ansonsten musst du das anderswo und anderweitig holen. Und diese wohlige Nähe und Vertrautheit, die wir bei Berührung haben mit einem Menschen, den wir mögen, setzt die Hormone Prolaktin und Oxytocin frei, die man aus guten Gründen Bindungshormone nennt, weil sie die Bindung begründen und stärken. Berührung tut gut und ist gesund, kann man in aller Kürze sagen. Wenn das so ist, dann sollten wir auf die Grundversorgung achten. Wie kriegen wir die Grundversorgung hin? Was wissen wir darüber? Sicher ist, dafür brauchen wir körperliche Nähe. Die könnten wir zum Beispiel sicherstellen, wenn wir abends Serien gucken auf dem Bildschirm. Nicht allein, sondern zu zweit oder noch mehr, die Kinder können auch dazukommen, wenn wir dazu Schulter an Schulter auf dem Sofa sitzen. Das ist wirklich unverdächtig, Schulter an Schulter einfach sich aneinander lehnen, ein Vorschlag, in der Hoffnung, dass er sie nicht sagt, will ich nicht, oder sie eher sagt, lass mal, ich weiß schon, was du wirklich willst. Das sind die Probleme, die in der Situation aufkommen. Aber einfach nur Schulter an Schulter ist doch nicht so verdächtig. Oder das gute alte Händchen halten. Das geht auch auf dem Sofa beim Binge-Watching, wie das heutzutage heißt. Also hat sich mir noch nicht erschlossen, aber ich beobachte, sehr viele Menschen mögen das. Serien gucken, also nicht ein Film, das reicht doch ein Film. Nein, noch ein zweiter, ein dritter, vierter, fünfter, morgen gleich wieder und nächst übermorgen. Ist das Leben? Erschließt sich mir nicht ganz, tut mir leid, aber ich gönne es natürlich allen. Ich mache mir nur Sorgen. Guckt ihr auch ab und zu mal, welche Jahreszeit wir gerade haben? Habt ihr schon mal die Amsel singen gehört? Wisst ihr noch, wie Märzenbecher aussehen auf der Wiese? Und natürlich Steigerung von Schulter an Schulter und Händchenhaltung halten. Die Umarmung, die geht ja auch unter Freunden und Freundinnen. Muss nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein. Wenn Sie streicheln, was eine tolle Berührung ist, aber wenn Sie streicheln, wir vermitteln ja gerade Wissen über Berührung, dann sollten Sie darauf achten, dass die Streichgeschwindigkeit ungefähr 10 cm pro Sekunde beträgt. Das ist die optimale Berührung. Das können Sie leicht rauskriegen, wenn Sie mal schneller streichen als 10 cm pro Sekunde. Also so. Das bringt nichts. Oder wenn Sie deutlich langsamer streicheln als 10 cm pro Sekunde, da schläft der andere ein. Also 10 cm pro Sekunde, testen Sie es einfach, das ist ungefähr so. Und machen Sie es mal ruhig bei sich selber, dann werden Sie merken, oh, angenehm, schon bei sich selber. Erst recht natürlich, wenn das ein anderer macht. Und Sie sollten darauf achten, dass ungefähr 32 Grad Hautoberfläche Wärme da ist. Hautoberfläche, nicht Raumtemperatur.
Sie müssen nicht erst einheizen, bevor es zu einer angenehmen Berührung kommen kann, sondern der andere sollte, die Hautoberfläche sollte 32 Grad, wenn Sie eine Stelle beim anderen erwischen, die nicht 32 Grad hat. Jeder Mensch hat seine kalten Stellen, das können die Extremitäten sein. Dann ist es nicht angenehm. Dann suchen Sie sich mal lieber eine Stelle, nehmen Sie das Thermometer einfach zu Hilfe. Wo hast du 32 Grad? Und da streichen Sie dann drüber. Gut, und wenn ich keinen anderen Menschen habe dafür, dann haben wir vielleicht Haustiere. Hunde lieben Berührung. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das Gute ist, wenn Sie einen anderen oder auch ein Tier berühren, es berührt ja immer zurück. Sie können ja nicht berühren und fühlen selber nichts. Sondern Berührung ist immer auch berührt werden. Selbstverständlich eignen sich auch Katzen, aber nicht jede. Es gibt Katzen, die lieben Berührung und schnurren dann vor sich hin. Und es gibt Katzen, die fliehen Berührung. Wie Menschen eben auch. Eine weitere Möglichkeit wäre, aber das kostet jetzt was, Körpertherapien jeglicher Art, also zum Beispiel Osteopathie, Thermotherapie, Akupressur, Rückenmassage und ganz besonders zu erwähnen Fußreflexzonenmassage. Das ist Berührung, die in der Regel, wenn Sie zum Therapeuten, zur Therapeutin gehen, was kostet, aber sie ist wirksam. Das tut gut. Und je nach Geldbeutel können Sie sich das einmal in der Woche oder einmal im Monat oder einmal im Jahr wenigstens leisten. Preiswerter sind sogenannte Kuschelpartys, die es mittlerweile in vielen Städten gibt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob auch schon in Feldkirch, wo wildfremde Menschen zusammenkommen können. Nein, nein, das ist nicht verdächtig. Da wird streng darauf geachtet, dass keine Übergriffigkeit stattfindet. Was sie hinterher machen, ist was anderes. Aber Kuschelpartys sind wirklich Kuschelpartys, wo wildfremde Menschen angeleitet werden, sich langsam näher zu kommen und dann auch mal sich zu umarmen. Weil viele Menschen haben das vergessen, wie das geht, oder haben ernsthaft niemanden. Moderne Einsamkeit ist ein großer Punkt. Wollen wir auch nicht vergessen, aber auch das kostet ein bisschen was, dass der Friseur und die Friseuse eine gewisse Rolle spielt für Berührung. Frauen wissen das. Daher der häufige Gang zum Friseur. Das Phänomen ist erforscht. Es nennt sich ASMR. Autonomous Sensory Meridian Response. Und das bedeutet tatsächlich, wenn Kopfhaut intensiv berührt wird und eine kundige Person, wie es Friseur und Friseuse sind, umso mehr, dann geht das tief durch die Kopfhaut in das Körperinnere, wirkt also tatsächlich verblüffend stark. Was bleibt den Männern? Männer haben sich auf die Gesichtshaut und ihre regelmäßige Berührung mit Pinsel, Nassrasierer und Rasierapparat spezialisiert. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber so sind aktuell die kulturellen Verteilungen, die selbstverständlich wie alle kulturellen Dinge verändert werden können. Gucken wir mal, was da im Laufe der Zeiten noch geschehen wird. Vielleicht stellt sich jetzt der Eindruck ein, so groß ist die Bedeutung der Berührung, dass wir sie als anthropologisch bezeichnen können. Soll heißen, das Menschsein hängt davon ab, dass es Berührung gibt. Wenn ich berühre und berührt werde, dann lebe ich. Dann habe ich das Gefühl zu leben. Und wenn ich nicht berührt werde und nicht berühren kann, dann spüre ich das Leben nicht. Das ist vermutlich einer der Gründe, warum vor allem junge Frauen die willkommene Berührung entbehren mussten, schon familiär, anfangen sich zu ritzen. Das ist nämlich eine Berührung.
Und zwar eine, deren Wirkung man nicht übersehen und nicht, die man deutlich spüren kann. Ist übertrieben, ja, aber vermutlich ist auch der Schrei nach Berührung so groß wie der Schnitt, der da vollzogen wird. Eine Vermutung. Gibt keine Beweise dafür. Jedenfalls scheint es mir, dass wir einen berühmten Satz der Philosophiegeschichte etwas abwandeln sollten. Der Satz lautet, den kennen auch alle Nichtphilosophen: Ich denke, also bin ich. Cogito, ergo sum. Stammt von René Descartes am Beginn der Neuzeit im 17. Jahrhundert und hat nicht wenig zum Entstehen unserer Zeit beigetragen, weil das im Klartext heißt, das Wesen des Menschseins ist in seinem Denken. Und dieses Denken muss geordnet erfolgen. Das nennt man rational. Nichts dagegen zu sagen, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt des Menschseins, aber ob es der einzige oder entscheidende ist, das ist noch sehr die Frage. Denn wenn die Berührung so große Bedeutung hat, dann müsste es wohl eher heißen oder zusätzlich heißen, ich berühre, ich werde berührt, also bin ich. Und wenn wir das auch ins Lateinische bringen wollen, dann würde das heißen, tango tangor ergo sum. Also wo Tango getanzt wird, da bin ich. Das ist jetzt nicht eine Verballhornung, sondern Tango kommt aus dem Lateinischen und heißt, ich berühre. Deswegen heißt der Tanz so, weil wenn beim Tango nicht berührt wird, dann hat der Tango seinen Zweck verfehlt. Ein Tango, bei dem es keine körperliche Berührung gibt, ist kein Tango. Das mag dann Tanz sein, aber eben kein Tango. Tango heißt immer berühren und wird ja häufig auch ausgefeilt, die Berührung beim Tango. Die Kunst der Berührung kann man zweifellos lernen, wenn man Tango lernt. Falls Sie nach was suchen, wo Sie die Kunst der Berührung lernen können, Tango wäre eine gute Empfehlung. Der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen, cogito ergo sum und tango tangor ergo sum, ist, dass der Cogito-Satz allein von einem Ich spricht, das denkt. Und der tango tangor ergo-Satz von einem Ich und einem anderen spricht. Ich berühre einen anderen und ein anderer berührt mich. Also der Cogito-Satz ist ein Ego-Satz. Da geht es allein um das Ich. Und der Berührungssatz ist ein Ich und anderer-Satz. Da kommt ein anderer Mensch von vornherein mit ins Spiel. Das scheint mir ein wichtiger Unterschied zu sein, wenn wir uns langsam ablösen wollen von dem alleinigen Blick auf das Ich und anderen Rechnung tragen wollen. Jedenfalls ist es die Beobachtung, dass Menschen, die reiche Berührung erfahren können, schon im Körperlichen, die Fülle des Menschseins erfahren können. Dass das der subjektive Eindruck der Menschen ist, die reiche Berührung erfahren. Fülle des Menschseins und geradezu eine Sinnfülle erfahren, eine Fülle von Sinn. Menschen, die reichlich berührt werden, zweifeln nicht am Sinn des Lebens. Obwohl es hier nur um die körperliche Berührung geht, also um den körperlichen Sinn, den sie erfahren, hat er doch so weitgehende Bedeutung. Während Menschen, die nicht berührt werden, zum Beispiel viele ältere Menschen, die Berührung entbehren müssen, weil sie keinen Partner mehr haben und auch sonst keine vertrauten Menschen, in einer schrecklichen Sinnleere versinken. Obwohl eigentlich nur die körperliche Sinnlichkeit fehlt, wird das auf das gesamte Leben übertragen. Die zweifeln am Sinn des Lebens und ob es für sie überhaupt noch Sinn hat, weiter zu leben. Dann kommen die Gedanken, aus dem Leben scheiden zu wollen. Das ist, was sich
zur körperlichen Berührung sagen lässt, aber Berührung erschöpft sich keineswegs mit der körperlichen Berührung. Das ist nur die erste Ebene der Berührung, die uns natürlich auch am nächsten ist und am leichtesten zugänglich ist, weil unser Körper von Natur aus mit Sinnen ausgestattet ist und eben auch mit dem Tastsinn. Alle Menschen verfügen darüber. Aber außer der körperlichen Ebene gibt es auch die seelische Ebene der Berührung. Die Ebenen sind nicht strikt getrennt. Körperlich Berührung zu erfahren, bedeutet uns auch seelisch etwas. Und häufig hat seelische Berührung auch mit körperlicher Berührung zu tun. Und doch können die beiden auch getrennt sein. Wenn wir zum Beispiel zu einer Therapeutin gehen, zu einer Körpertherapeutin, muss die keine großen Gefühle für uns haben und kann trotzdem unseren Körper perfekt berühren, sodass das uns was bedeutet. Und umgekehrt, wir können Gefühle für einen Menschen haben, starke Gefühle für einen Menschen, eine Freundin, ein Freund, ohne dass es große körperliche Berührung gibt. Also die beiden Ebenen können interagieren, aber sie können sehr wohl auch für sich bleiben. Auf jeden Fall ist die seelische Berührung an Gefühle gebunden. Gefühle, die Menschen austauschen, berühren die Menschen. Wenn ein Mensch uns Gefühle entgegenbringt, dann fühlen wir uns davon berührt. Das gilt übrigens nicht nur für positive Gefühle. Die sind natürlich am schönsten, wenn wir merken, jemand bringt uns Freundschaft und noch mehr, jemand bringt uns Liebe entgegen. Das geht uns tief in die Seele rein, das berührt uns. Kommt uns jemand mit Hass entgegen, das berührt uns auch, ohne dass wir das wollen. Aber es geht auch tief. Deswegen gibt es ja das große Problem der Hassbotschaften im Internet. Denn wenn Menschen das dann lesen, da kann man noch so sehr sagen, lies es doch gar nicht erst. Ja, aber möglicherweise hat es ja auch Konsequenzen, dass dieser Mensch mir nachstellt. Und wenn ich es nicht lese, irgendjemand anders sagt mir irgendwann mal, sag mal, hast du das gelesen? Lässt du dir das gefallen? Kannst du da nicht, willst du da nicht drauf antworten? Also seelisch berührt werden wir nicht etwa nur von guten Gefühlen. Gefühle sind die Sprache der Seele. Die Seele hat keine andere Sprache als Gefühle. Insofern tun wir gut daran, auch hier Sensibilität zu entwickeln, Gefühle wahrzunehmen, die uns entgegengebracht werden in ihrer Differenziertheit und umgekehrt unsere Gefühle anderen gegenüber zu beobachten. Sind das die Gefühle, die wir einem anderen Menschen zukommen lassen wollen? Oder will ich daran etwas ändern? Die ganze Spannweite von Gefühlen transportiert Energien. Das ist das Eigentliche, was Gefühle wiederum ausmacht, dass in ihnen Energien zum Vorschein kommen, die unser Leben tragen. Unser Leben wird nicht getragen von unseren Körpern. Der Beweis dafür ist, wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist der Körper nach wie vor da. Aber er wird nicht mehr von Energien getragen. Deswegen kann der Mensch sich nicht mehr bewegen, nicht mehr schauen, nicht mehr sprechen. Also ist das Wesentliche des Lebens doch nicht der Körper, sondern die Energien, die ihn tragen. Dem könnten wir Rechnung tragen im Leben, indem wir darauf achten, wo sind die Energien zu spüren, die unser Leben tragen können. Bei welchen Erlebnissen, bei welchen Menschen kriegen wir die besonders und können wir umgekehrt diesen Menschen besonders vermitteln? Bei welchen sinnlichen Erlebnissen werden wir der Energien teilhaftig und auf die Weise könnten wir ein intensiveres Leben führen? Und über das Körperliche und das Seelische hinaus gibt es die geistige Ebene der Berührung, die wiederum mit den anderen eben interagieren kann, aber auch für sich sein kann.
Was ist die geistige Ebene der Berührung? Das ist zum Beispiel der Austausch im Gespräch. Da spielt Sprache eine große Rolle für die geistige Berührung. Sprache bringt Gedanken zum Ausdruck. Das Geistige sind Gedanken. Und im Gespräch tauschen wir Gedanken aus. Oder wir lesen Bücher, in denen Gedanken in Sprache gefasst worden sind. Und Sie wissen aus reicher Erfahrung eigener Lektüre von Büchern, das kann Sie sehr berühren, was Sie da lesen. Sei es in Romanform, das gelingt am besten, wenn es eine Erzählung ist, die berührt uns auf geistige Ebene, geht dann in unsere Gefühle möglicherweise und hat auch körperliche Reaktionen. Aber ich lese häufiger nüchterne Abhandlungen, mehr als Romane. Können Sie sagen, armer Mensch? Ja, stimmt, aber ist halt so bei Philosophen, dass sie mit nüchternen Abhandlungen mehr anfangen können. Da entstehen jetzt nicht wahnsinnig viele Gefühle, aber berühren tut mich das in Gedanken sehr wohl. Wenn ich zum Beispiel einen raffinierten Gedankengang lese, einen interessanten Gedanken, interessante Ideen, wo ich mir am liebsten wünschen würde, ich selber hätte sie gehabt, aber nun hat das eben ein anderer mir schon weggenommen. Aber bewundern tue ich es im Stillen dann eben doch. Und das berührt. Das ist geistige Berührung, die ebenfalls auf Energien beruht. Wir werden stärker berührt, wenn eine Sprache zu uns kommt, in der wir Energie spüren. Im Unterschied zu einem, wenn wir zum Beispiel in Gesprächen sind und Gedanken austauschen und die Gedanken, die vom anderen kommen, scheinen uns hohl zu sein. Da kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel Energie rüber. Das kann man nicht unbedingt objektivieren, aber subjektiv kann man das sehr gut sagen, was wir leer finden und was wir erfüllt finden. Und mit Erfüllung meinen wir, je mehr Energie, desto mehr Erfüllung erfahren wir, auch im Geistigen. Und es gibt noch eine vierte Ebene für die Berührung. Nicht nur die körperliche, die seelische, die geistige, sondern berühren kann uns auch, was uns allerdings in Gedanken und in Gefühlen über die Welt, wie wir sie kennen, hinausführt. Nichts anderes meine ich mit transzendent, überschreitend. Also gewöhnliche Welt überschreitend, und vielleicht die Endlichkeit überhaupt überschreitend. Das kann selbstverständlich das sein, was mit Religiosität in Verbindung gebracht wird, muss aber nicht an Religiosität gebunden sein, muss nicht an eine bestimmte Glaubensgemeinschaft oder Kirche gebunden sein und die entsprechende Pflege von Religion, sondern es kann das religiöse Phänomen selbst sein. Religio heißt, oder kann man jedenfalls so übersetzen, ich binde mich zurück. Ja, wohin binde ich mich zurück? Zurück vermutlich auf etwas, was mir wesentlich erscheint. Und wenn es nur mir selbst wesentlich erscheint, aber für mich ist das dann eben was Wesentliches. Sagen wir mal, mir scheint die Liebe wesentlich zu sein. Wenn ich mich zurückbinde an die Liebe, also die Liebe besonders wertschätze und hoffentlich auch pflege, dann ist das meine Art von Religion, weil ich binde mich zurück an etwas Wesentliches, so wie andere Menschen sich zurückbinden an etwas, was sie Gott nennen und was selbstverständlich vollkommen in Ordnung ist. Darüber entscheidet der jeweilige Mensch selbst. Möglicherweise gibt es ja gar keinen so großen Unterschied zwischen Gott und Liebe. Jedenfalls im Christentum wird diese Auffassung gepflegt. Das wäre dann von Transzendenz berührt zu sein. Und wenn wir transzendente Berührung empfinden, beispielsweise in Liebeserfahrungen, dann kommt es uns auffällig oft über die Lippen, das göttlich zu nennen. Da scheint es also ein inneres Bedürfnis zu geben, die Transzendenz mit einem Wort zu benennen, das eher aus dem Religiösen im engeren Sinne kommt. Sie alle kennen die schöne Malerei, weil wir eingangs schon vom Malen gesprochen haben.
die schöne Malerei von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, wo er das Werden des Menschen malt und Gott den Finger ausstreckt und der Mensch auf der anderen Seite den Finger ihm entgegenstreckt. Die Finger berühren sich nicht. Gucken Sie mal eine Reproduktion des Bildes an. Da ist ungefähr, fürs bloße Auge jedenfalls, vermutlich oben an der Decke ist es mehr. Aber ich würde mal sagen, da ist ein Zentimeter dazwischen, der wichtig ist. Weil wir sehen förmlich den Funken überspringen. Und in der Regel wird das Bild so interpretiert, dass hier Gott den Menschen zum Leben erweckt. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht umgekehrt ist. Und der Mensch Gott zum Leben erweckt. Denn wer hat Gott gepriesen, bevor es einen Menschen gab? Möglicherweise niemand. Insofern braucht es auch den Menschen, um sich über Gott ein Bewusstsein zu schaffen. Das sind die verschiedenen Ebenen der Berührung, die von Bedeutung sind. Die körperliche Ebene, die seelische Ebene, die geistige Ebene, die transzendente Ebene. Wir könnten nun noch einige Zeit damit verbringen, wir werden es nicht tun, aber wir könnten noch einige Zeit damit verbringen, über die verschiedenen Arten der Berührung zu sprechen, denen jeweils eine Kunst wiederum gerecht werden sollte. Beispielsweise die Berührung, die wir körperlich empfinden, wenn wir den Boden berühren. Was nicht der Fall ist, wenn wir mit Schuhen über den Boden laufen. Dazu müssten wir mal die Schuhe und auch noch die Strümpfe ausziehen und dann gehen wir mal über den Boden. Sie kennen das vielleicht von morgens, wenn Sie barfuß ins Badezimmer gehen. Was ist das für eine interessante Erfahrung? Und wenn wir mal so ein Parcours gehen, den es hier und da gibt, wo der Gehweg, den man gehen soll, mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet ist, kleinen Steinchen, Tannenzapfen und so weiter, da mal barfuß drüber zu gehen, Bodenberührung, die interessant ist. Ich mag die Berührung, die Bodenberührung gerne, wenn ich mich angezogen flach auf den Boden lege, mit dem Bauch nach unten. Das ist eine starke Erfahrung. Nicht aufrecht stehen zu müssen, sondern flach am Boden zu liegen. Machen Sie das mal. Die Welt sieht schlagartig ganz anders aus. Kurios. Und dann auf die Seite und auf den Rücken und die andere Seite und wieder auf den Bauch. Ich habe das immer gern gemacht, wenn ich mal überaus nervös war. Wenn Sie sich flach auf den Boden legen, werden Sie ganz ruhig. Ich weiß nicht genau, womit das zu tun hat. Vielleicht damit, dass es uns an unsere Ankunft auf der Welt erinnert. Denn wir stehen nicht, wenn wir geboren werden. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Wir liegen. Wir kommen liegend auf die Welt. Und die ersten Monate verbringen wir liegend, nicht stehend. Insofern vielleicht eine Erklärung für die beruhigende Erfahrung. Oder die Kunst des Lachens. Wie berührt uns das, wenn ein Mensch lacht? Es fordert uns direkt heraus, mitzulachen oder uns zumindest zu interessieren, was hat der überhaupt für einen Grund zu lachen, da wir ja meistens keinen haben. Interessieren wir uns für den Grund, den andere haben? Vielleicht können wir was lernen davon. Und noch interessanter finde ich die Kunst des Lächelns. Lächeln ist was völlig anderes als das Lachen. Das Lachen bricht aus einem Menschen raus. Das Lächeln, da kommt überhaupt keine Äußerung. Und es gibt, ich habe es mal gezählt, etwa 40 verschiedene Formen des Lächelns. Das zynische Lächeln, das wir momentan aus Moskau serviert bekommen. Das liebevolle Lächeln,
zugewandte Lächeln, das abschätzige Lächeln und so weiter und so fort. Das berührt uns jeweils ganz anders. Das eine bei dem Lächeln aus Moskau gefriert uns das Blut. Während das zugewandte, liebevolle Lächeln, da geht uns das Herz auf. Oder die Kunst des Schweigens. Schweigen berührt Menschen. Und zwar auf unterschiedliche Weise, je nachdem, was das für ein Schweigen ist. Ist es ein gemeinsames Beschweigen von etwas? Dann berührt uns die Verbundenheit, die wir haben. Wir bewahren gemeinsam ein Geheimnis, sagen wir mal zum Beispiel. Oder etwas wird verschwiegen. Das berührt uns auch, aber nicht angenehm. Oder wir schweigen jemanden an und sind uns möglicherweise gar nicht bewusst, was wir tun. Jemanden anzuschweigen, kann den Betreffenden in schlimme Selbstzweifel stürzen. Und vielleicht beabsichtigen wir das ja. Wir sind auch nicht immer mit guten Absichten ausgestattet, nur dass wir uns möglicherweise gar nicht im Klaren sind darüber. Oder die Berührung durch Lektüre. Also was geschieht mit uns, wenn wir lesen? Wenn wir eigentlich nur Buchstaben zusammensetzen und damit Wörter entziffern können, ganze Sätze. Aber das macht was mit uns und verändert möglicherweise unseren Blick auf die Welt. Das geschieht auch, wenn es sich um ein E-Book handelt. Da ist nicht der Unterschied. Nur dass beim E-Book möglicherweise der sinnliche Eindruck etwas zu kurz kommt. Auch ein E-Book hat einen sinnlichen Eindruck. Aber es ist doch ein bisschen was anderes von der Materialität her als ein Buch, bei dem wir auch die Seiten durch eigene Berührung umblättern müssen. Während beim E-Book Tastendruck, zack, ist die Seite eine andere. Mir fehlt da jedenfalls was. Ich bin mal gespannt, ob die Generation schon zur Welt gekommen ist, die die Bücher wiederentdeckt und die E-Books dem alten Eisen überantwortet. Halte ich nicht für unmöglich. Die Menschheitsgeschichte geht niemals so. Die Menschheitsgeschichte geht immer in Wellenbewegungen. Wenn etwas Wesentliches vergessen worden ist, und es war wesentlich, dann wird es wiederentdeckt. Und dem Prozess müssen wir uns einfach anvertrauen. Wenn das Lesen, das sinnliche Lesen, wesentlich ist, dann wird es wiederentdeckt. Sollte es nicht wesentlich sein, dann verschwindet es, aber dann ist es auch nicht schlimm, weil es war ja nicht wesentlich. Das kriegen wir erst durch die historische Erfahrung raus, ob es so oder so ist. Also, ich hoffe, dass jetzt ein wenig Wissen entstanden ist über Berührung, vor allem die körperliche Berührung, aber auch die Bedeutung der seelischen, der geistigen und der transzendenten Berührung. Für das Wissen konnten wir jetzt jedenfalls nach gegenwärtigem Wissensstand und natürlich reduziert auf das, was mir wichtig erschien, auf das Wissen können wir jetzt rekurrieren. Das Wissen können wir jetzt haben. Zur Kunst fehlt jetzt noch der zweite Teil. Und das wird jetzt nicht etwa der zweite Teil meines Vortrags sein, denn beim zweiten Teil geht es auf der Basis des Wissens um das Können. Und das Können ist abhängig von der praktischen Erfahrung. Und die praktische Erfahrung kann jeder Mensch nur selber machen. Also ich hoffe, Ihnen mit ein wenig Wissen über die Berührung Anlass gegeben zu haben, mit der Berührung jetzt eigene praktische Erfahrungen wieder zu machen. Vielleicht andere als vorher, vielleicht bewusster als vorher und hoffentlich praktische Erfahrungen, die Ihnen mehr Reichtum an Berührung bescheren, als Sie es zuvor gehabt haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
Einen kleinen Platzwechsel bitte. Darf ich an Ihren Platz? Und ach so, ja. Okay. Ja, lieber Herr Professor Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen philosophischen Vortrag über die vielen Facetten der Berührung und über die Kraft der Berührung. Wenn Sie hier im Saal oder zu Hause den einen oder anderen Gedanken vertiefen wollen, dann greifen Sie doch zu diesem kleinen Inselbüchlein von der Kraft der Berührung. Da finden Sie auch die weiterführenden Gedanken. Noch ein kleiner Hinweis: In der Reihe Wissen fürs Leben werden ja zentrale existenzielle Gedanken zum besseren Verstehen des Lebens, zur besseren Orientierung auf dem Lebensweg immer wieder erneut aufgegriffen und vertieft, nachgeschärft, präzisiert, hervorgehoben, unterstrichen. Als Michael Köhlmeier hier vor gut einem Jahr allerdings online über die Schönheit gesprochen hat, da hat er auch seine Rede über den Mangel an Schönheit vorgetragen. Und ich habe diese Rede damals in dem Sinn modifiziert, dass ich gesagt habe, alles, was für den Mangel an Schönheit gilt, gilt auch für den Mangel an Berührung. Also das hört sich dann so an, Mangel an Schönheit, schreibt Michael Köhlmeier, macht unglücklich und böse, ungerecht und hart. Mangel an Berührung macht unglücklich und böse, ungerecht und hart. Mangel an Schönheit macht zynisch, traurig und krank. Mangel an Berührung macht zynisch, traurig und krank. Mangel an Schönheit macht neidisch und missgünstig, geizig und kleinlich. Mangel an Berührung macht neidisch, missgünstig, geizig und kleinlich. Mangel an Schönheit macht unzufrieden. Mangel an Berührung macht unzufrieden. Mangel an Schönheit macht müde und lebensmüde. Mangel an Berührung macht müde und lebensmüde. Und Michael Köhlmeier bringt noch sehr viele andere Ausführungen. Auch dieses Video können Sie gelegentlich anschauen. Weil der Mangel an Berührung so massive Auswirkungen hat, darum ist es so wichtig, über die Kraft der Berührung zu sprechen und die Sensibilität für Berührung zu stärken. Dass Sie das gemacht haben mit uns zusammen, dafür danke ich Ihnen herzlich. Und ich bedanke mich bei meinen engagierten Kollegen, bei Jürgen Gorbach und Marc Wolf für die technische Umsetzung, die Regie, den Livestream. Ich bedanke mich bei Andrea Weger, die die Anmeldungen gemacht hat. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen, bei allen zu Hause, die jetzt diesen Livestream verfolgt haben. Eine gute Zeit und Ihnen kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.